So, hallo liebe Freunde, heute gibt es mal wieder ein bisschen Kategorie 1 Feuerwerk und zwar hier die Vesuvius von Brockhoff. Nicht zu vergleichen mit den Vesuvius von Brockhoff in der Crown-Version. Nein, hier haben wir Kategorie 1 Feuerwerk, drei Vulkane. Hier hinten haben wir eine deutsche Anleitung, ja, das ist alles klar, wie man damit umgehen soll halt. Die F1-Zulassung und wir haben hier 15 Gramm und 5 Gramm pro Vulkan. Nicht ganz ausgereizt, aber das muss ja nichts heißen. Von den Effekten hier steht gar nichts, kann man nicht sagen. Es ist Crackling, es ist Silber, es ist schön bunt. Ich hoffe mal nicht immer so viel Crackling. Ich finde ja die bunten Sachen eigentlich schöner. Auf den Vulkan selber steht so gut wie nichts. Nur nochmal die CE-Zulassung. Nö, da steht Wetter nicht, ich muss hier so selber gucken. Es sind aber keine echten Vulkane, ne? Es sind innen drin Fontänen. Naja, so stehen sie wenigstens besser. Und mal gucken wir uns einfach mal den Effekt an. So, die Kategorie 1 Brockhoff Vesuvio Fontäne. Also eigentlich in Form eines Vulkans, ist aber eine Fontäne, wird auch so verkauft, steht drauf Fontäne. Ja, wieder stürmisch immer noch, die letzten Videos immer ein Sturm. Wir mussten sogar die kleine Fontäne jetzt mit Steinen befestigen, die ist immer vom Tisch geweht worden. Auch hier mal einen Moment abwarten, wo vielleicht nicht ganz so windig ist. Und die dann schnell zünden. Brenndauer wird ja nicht so lang sein in Cut 1. Also als erstes seht ihr die blaue. Sehr schöne silberne Fontäne ohne weiteren Effekt. Jetzt ist die Frage, sind die anderen genauso oder kommt da noch was? Wir gucken mal. Wir machen mal als nächstes die grüne wieder in einer Windpause. Ja, auch hier Silber mit ein bisschen Prassel. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, ob die erste auch so ein bisschen platzende Spitzen hatte, aber auch halt Silber ohne Basis. Ich denke mal, die dritte wird genauso sein. Finde ich ein bisschen schade, wenn man so ein Dreier-Set verkauft mit verschiedenen Farben. Das war wie damals hier bei den Weco Hans Dampf oder wie das hieß, waren auch alle gleich. Wenn alle gleich aussehen, okay, wie damals bei der Shake, wenn sie unterschiedlich aussehen, erwartet man eigentlich auch einen unterschiedlichen Effekt, vor allen Dingen, weil nichts draufsteht. Nichtsdestotrotz sehen wir uns jetzt noch die Lidernde an. Ja, auch hier der gleiche Effekt. Also wir haben wirklich dreimal den gleichen Effekt. Finde ich ein bisschen schade, finde ich auch ein bisschen schade. Wenn man an den Preis denkt, ich weiß jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf hundertprozentig, was die kamen. Ich werde das mal unten einblenden. Preise sind ja immer so eine Sache, kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wo man kauft. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die waren gar nicht mal billig, also für das. Und ich blende das jetzt einfach mal bei meinem Gequatsche unten ein. Ich weiß es jetzt einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und ansonsten eigentlich sehr schön, aber ich habe wirklich gedacht, dreimal ein anderer Effekt, aber okay.